Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Der Pfad der Leichtigkeit in die fünfte Dimension. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 7. Dezember 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die ihr zurzeit auf der Erde macht. Wir wissen, dass diejenigen unter euch, die wach sind, in ihrem Leben Entscheidungen treffen, die sie näher zur Quelle bringen, näher zu ihrem wahren Selbst, zu ihrer Seele. Wir wissen das, weil wir euch beobachten und weil ihr euch an uns wendet, sowohl im Schlaf als auch im Wachzustand. Wir wissen, was eure Prioritäten sind und wir sehen, wie ihr durch eure bewusste Absicht aufzusteigen immer höhere Bewusstseinszustände erreicht. Beim Aufstieg geht es nicht nur darum, an einen besseren Ort zu gelangen, an dem alles einfacher für euch ist. Beim Aufstieg geht es darum, dass ihr die bessere Version von euch selbst werdet, diejenige, die mehr mit eurer wahren Natur als bedingungslose Liebe im Einklang ist. Und wir sehen, dass ihr jeden Tag mehr und mehr die Entscheidungen trefft, die euch mit dieser Realität in Einklang bringen. Die Energien um euch herum und in eurem Inneren ermutigen euch dazu und ihr fühlt euch schlechter, wenn ihr es nicht tut. Die Folgen eurer Entscheidungen sind schwerer, wenn ihr euch für etwas anderes entscheidet, als für das, was ihr wirklich seid. Diejenigen von euch, die wach sind, wurden sensibler, empathischer und emotionaler geboren, und ihr wusstet, dass ihr euch genug darum kümmern würdet, wie ihr euch fühlt, um etwas dagegen zu tun, wenn ihr euch nicht gut fühlt. Und genau da seid ihr jetzt. Ihr tut etwas dagegen. Ihr wechselt nicht nur in eine andere Dimension, sondern verändert auch die Art und Weise, wie ihr euch selbst, andere, die Erde, die Quelle und jede Realität, der ihr begegnet, seht. Dies sind die Veränderungen, die euch auf den Weg der Leichtigkeit in die fünfte Dimension bringen. Das ist der Weg, den ihr alle gehen wollt, und weil ihr so viel deutlicher spüren könnt, wenn ihr diese Wahl nicht trefft, sehen wir, dass ihr euch immer öfter dafür entscheidet, euch mit dem in Einklang zu bringen, was ihr wirklich seid. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie sich das auf alle anderen auf der Erde auswirkt. Wenn ihr die Entscheidungen trefft, die sich für euch besser anfühlen, ist das großartige Ergebnis, dass ihr ein besseres Leben führt. Und wenn ihr ein besseres Leben führt, wollen andere wissen, was euer Geheimnis ist, und sie wollen in eure Fußstapfen treten. Andere wollen wissen, was ihr wisst, und sie werden euch fragen, und ihr werdet es ihnen erzählen, ohne dass sie es beim ersten Mal verstehen. Vielleicht sehen sie euch zuerst mit Zweifel in den Augen an, aber irgendwann werden sie begreifen, dass ihr ihnen sagt, dass sie die Schlüssel zum Königreich besitzen, und sie werden wissen wollen, wie sie das Wissen, das ihr ihnen vermittelt, anwenden können. Das ist die Reise, auf der ihr alle als das erwachte Kollektiv seid. Und das ist es, was ihr anderen beibringen wollt. Und so führt ihr andere auf den Weg der größten Leichtigkeit in die fünfte Dimension. So einfach ist das, versteht ihr? Es ist nicht komplizierter als das. Und egal, wie sehr euer Verstand eine komplizierte Geschichte mag, es wird immer so einfach und leicht sein wie die Wahl der Liebe. Und als Liebe, die ihr seid, ist die Wahl ein Kinderspiel. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.